Mit der S-Bahn fahren jeden Tag viele Menschen von einem zum anderen Ende der Stadt. Das sind Sven und sein Bruder Thomas. Jeden Tag fahren sie zusammen mit ihren Eltern zur Arbeit, zum Kindergarten und zur Kinderkrippe. Geschichten erzählen von Freude und Fleiß. Geschichten erzählen, die noch keiner weiß. Diese S-Bahn fährt heute zur Reparatur in eine große Werkhalle. Und hier arbeiten die Eltern von Sven und Thomas gemeinsam mit vielen Kollegen. Einige von ihnen nehmen die Bahn auseinander. Wer von euch hat schon jemals eine schwebende S-Bahn gesehen? Das ist die Mutti. Sie arbeitet in der Tischlerei und repariert Bänke. 17 Leisten gehören dazu. Jeder Motor muss gereinigt, geölt und wieder zusammengesetzt werden. Die Räder werden abgeschliffen, damit sie wieder richtig rollen. Der Vati baut in den S-Bahn-Wagen Fenster, Lampen, Wände und die Bänke ein, die die Mutti repariert hat. Nach dem Streichen wird die Bahn wie neu aussehen. Alle 2 Jahre wird die S-Bahn überprüft, damit Sven und Thomas und alle anderen immer schnell und sicher durch die Stadt fahren können. Jeden Morgen und jeden Abend fährt die ganze Familie mit der S-Bahn. Heute nicht, denn es ist Sonntag.